Sie haben sich in der Zürcher Musikszene einen Namen erarbeitet. Irma und Alexander Scheichet. Man kennt, man schätzt sie. Die neue Zürcher Zeitung? Die Solistin des Abends, Frau Irma Scheichet, die junge Gattin des sich für die Propagierung der modernsten Musik zur Spezialaufgabe machenden Gründers und Dirigenten des Kammerorchesters Zürich, Alexander Scheichet, trug Beethovens C-Moll-Konzert vor. Ganz hervorragend. Ein hoher Genuss für die Hörer. Aber noch immer sind Irma und Alexander Scheichet und ihre Kinder nur Geduldete in Zürich, keine Mitbürger. Die Einbürgerung. Kapitel 1: April 1920. Der Stadtrat der Stadt Zürich beschließt: Das Einbürgerungsgesuch des Alexander Scheichet in das Bürgerrecht wird abgelehnt. Kapitel 2: Januar 1922. Schweizerischer Musikpädagogischer Verein an die Fremdenpolizei der Stadt Zürich betreffend Niederlassungsgesuch des Alexander Scheichet. Der Gesuchsteller hat sich als Musiker in Zürich durchaus seriös betätigt. Wenn auch nicht zu sagen ist, dass seine Anwesenheit in Zürich vom künstlerischen Standpunkt aus dringend wünschenswert sei. Herr Scheichet scheint sich den Sitten unseres Landes nach und nach etwas besser anzupassen, wie ihm wohl auch die revolutionären Gelüste vergangen sein dürften. Er beteiligte sich im November 1918 an der Streikversammlung im Stadttheater, obschon er dort absolut nichts zu suchen hatte. Karl Vogler, Präsident. Kapitel 3. Dezember 1925. Der Stadtrat von Zürich folgt, Karl Vogler. Das Gesuch des Alexander Scheichet, Musiker ohne bestimmte Staatsangehörigkeit um Aufnahme in das Bürgerrecht, wird abgelehnt. Kapitel 4. Herbst 1927. Der Stadtrat von Zürich. Dem Gesuch des Alexander Scheichet um Aufnahme in das Bürgerrecht der Stadt Zürich wird zugestimmt. Und von der neuen Zürcher Zeitung kommentiert: Die bürgerliche Abteilung des Großen Stadtrats nahm in ihrer letzten Sitzung einen Künstler russisch-jüdischer Abstammung in das Bürgerrecht auf, dessen Zugehörigkeit zur stadtzürcherischen Bürgerschaft schwerlich als wünschenswert bezeichnet werden kann. Russisch-jüdischer Abstammung, das ist neu. Doch diesmal reicht es. Offener Brief in der NZZ, Oktober 1927. Die Art und Weise, wie in zwei bürgerlichen Zeitungen die Einbürgerung Herrn Scheicherts glossiert wurde, zwingt uns zu einer Erwiderung. Wir haben den betreffenden während seines 13-jährigen Wirkens kennengelernt als rastlos im Dienste seiner Kunst aufgehenden Musikers. Nicht nur als Geiger und Musikpädagoge, sondern auch als Gründer und Leiter des Kammerorchesters Zürich hat er weitgehenden Anteil an der Bereicherung des hiesigen Musiklebens. Ganz besonders verdienstvoll ist sein mutiges und selbstloses Eintreten für die Werke heute schaffender Komponisten. Eine große Zahl von Ur- und Erstaufführungen verdanken wir seinem Mute, wodurch sein Name auch im Auslande rühmend bekannt wurde. Bei all seinen Bestrebungen fand er treueste Mithilfe bei seiner Gemahlin, der hervorragende Pianistin Irma Scheichet. Das Los seiner Mitmenschen nie vergessend hat er jederzeit seine Kunst auch in den Dienst der Wohltätigkeit gestellt und damit viel Leid gemildert. Wir bedauern den unfreundlichen Empfang durch die Presse sehr und freuen uns, den unerwünschten Neubürger in seiner neuen Heimat willkommen zu heißen. Unterzeichnet Herr Alexander von Muralt Frau Escher-Prinz Herr Walter Frey Fräulein von Platter Herr Oskar Mertens Herr Werner Reinhardt Fräulein Eva Sulzer Frau von Muralt Frau sulzer schmidt